Ja. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an die Seite von YouTube. An dieser Stelle möchte ich mich auch, möchte ich gleich noch erwähnen, ich habe doch beschlossen, es gibt täglich 2 Folgen bis zum Ende durch. Falls sich das irgendwann irgendjemand anschaut, einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das guckt, und herzlich willkommen. Falls ihr euch fragt, warum oder mit wem labert der da ab und an oder so, das Ganze wird auf Twitch live gestreamt. Ich nehme das Ganze nebenher auf, schneide es dann zurecht und schiebe das Ganze dann auf YouTube hoch. Und ja, Hallöchen. Nach 24 Minuten begrüßt er YouTube. Ja, weil ich das alles davor rausschneide, Schokolade. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir es so weit bringen. So, wir haben heute einiges vor. Was haben wir eigentlich am Montag gemacht? Ich habe keine Ahnung mehr. YouTube, könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, was in der letzten Folge so dran war. Wird mir absolut null helfen, aber dann hätte ich vielleicht mal einen Kommentar. So, genau, was machst denn du hier? Kamina sitzt hier rum. Kim hat das aber voll drauf. Gott sei Dank, ohne sie wäre ich aufgeschmissen. Im Übrigen, sie wurde nach einem Flugzeug benannt. Haben wir am Anfang des Öfteren gehört, irgendwie reden wir jetzt nicht mehr miteinander. Die Rice hielten uns alle zusammen. So, die Rice hielten uns alle zusammen. Ich dachte, ich war das, ihr Pfeifen. Ich habe ein Schiff in Top Gun gefunden. Ja, tatsächlich ein Schiff in Top Gun gefunden. Ich habe mich letztes Mal doch nicht verhört. Scheißegal, wir gucken jetzt mal, was sind denn diese Expeditionen. Jetzt können du, ich und La Grosse Patate tun, was wir am besten können. Highwaymen abzocken und ihnen die Ressourcen klauen. Also hör zu, die Highwaymen haben das Wrack eines Flugzeugträgers gefunden und verstecken dort Vorräte. Ah ja. Die dachten, sie könnten das geheim halten, ne? No, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Was meinst du, sollen wir sie besuchen gehen? Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Nur ein Witz. Die Highwaymen werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verbiesen. Also, ça tente-tu? Muss kaputt. Dank dir können wir Prosperity genau so aufbauen, wie wir es geplant haben. Was machst denn du hier? HMS Mac... Bubri. Mac Bubri. Wie zum Teufel spricht man das aus? Oh, da gibt es die Teile. Ich habe die... Da müssen wir machen. Ich brauche die... komm ich denn dahin? Hier, da unten, die 15 Teile da, die brauchen wir. An mich und ich bin mal mit La Grosse Patate ein bisschen zu nah an New Eden rangeflogen. Nein, das wollte ich nicht. Gar nicht witzig. Ich war ganz hoch in der Luft und die beschießen mich mit Steinen oder so. Wie geht das? Haben die eine Riesenschleuder gebaut? Warum ist hier jetzt wieder Zeug gespawnt? Ich verstehe das Spawn-System hier nicht. Okay, was müssen wir da machen? Infiltriere, sprich mit wer ist? Who the fuck ist? Bist du Urban? Ne, du bist nicht Urban, ne? Du warst hier La Poppe oder so. Wo zum Geier ist Urban? Sag mal, ich muss doch da. Alter, Vater, was willst denn du da hinten? Insider-Job, Story-Mission. Hä? Ich hab doch... Kinder wollen wir. Ach, so geht das. Ah, wir haben doch eh noch nichts gemacht. Let's go! Weil dann können wir uns nämlich schon mal, ich glaube das waren aus 15, dann können wir uns da nämlich eine Sniper bauen.
auf Stufe 3. Da war das, ne? Expeditionen im Schwierigkeitsgrad 3 verfügen über zufällige Gameplay-Elemente. Man macht jetzt das erste Mal überhaupt die Expedition schon zu schaffen. Was maunst du hier? Wir haben Jackpot geknackt. Hol die Vorräte und ich gebe über Funk den Abholpunkt durch. Und vergiss deine Ausrüstung nicht. Viel Glück. Alles klar, Kelly Killer. Viel Spaß beim Frühstück machen. Was gibt es denn Leckeres? Bam, Mama, was willst du denn schon wieder hier? Ah, wir haben Carmina wieder dabei. Der Schreihals. Bam, 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 wird das. Hier haben wir Loot. Hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, ob ich das ist voll. Das ist alles voll. Da beschwert sich der Frau schon wieder über den Kader. So, den da haben wir. Warum mache ich statt damit? Wir haben doch den da. Hier rüben ist schon mal nichts. Weiß ist uns egal. Machen die denn da hinten? Die fahren da einfach nur so im Kreis rum, immer wieder, oder wie? Allerdings, warum glaube ich nicht, dass da nur zwei Typen drin sind? Okay, da oben war was Rohles. Ich mag lieber dir nämlich einen Schalli. Noch ein, guck einer an, da ist noch einer. Was machst du hier? Woher weiß Tiger, der beim Schokolade B-Day hat, weil Smarty gepetzt hat? Und er unbedingt wissen wollte, wann ich habe, hat er gemeint, ey, du hast nur einen Tag nach Schokolade. Meine Antwort darauf übrigens, Schokolade, war, schön, dann kann ich den zumindest nicht vergessen. Wobei eigentlich schon, weil ich vergesse sogar meinen eigenen Geburtstag, auch schon passiert. Hey, guck an, da haben wir noch einen, okay. Ich nächsten Monat. Poppy. So, haben wir denn da drüben noch irgendwas? Weil ich glaube irgendwie immer noch nicht, dass das bisher alle waren. Aber mehr sehe ich hier nicht.
Und Schokolade ist eine olle Petze. Wir könnten jetzt von hier darüber gehen. Was so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Von da drüben haben wir hier eigentlich irgendwas. Na, da draußen scheint sowieso nichts zu geben. Na, dann probieren wir das doch mal. Siehst du, bin ich nichts tot, Scorpi. Ich kann hier nicht bleiben. Rücke vor. Doch, dir zwei. Das Problem ist, ich wollte gerade da hoch. Könnte uns aber der Sack da sehen. Gucken, ob das klappt. Kader, nicht geil. Ich gehe da drüben hin. Ludlas war auch noch da, ja. Ist oben weg. Hier unten war da auch noch einer. Da unten. Ah, nicht laufen! Weiß ich nicht. Glaube, Smarty hat das gemacht, ja. Ah, hier geht's rein. Ach, du bist das! Ich muss woanders hin. So, nachdem ich hier natürlich jetzt alles ablaufe, gibt es hier keinen Loot. Würde ich das nicht tun, wäre hier alles... Es gibt sogar einen Loot, wow. Würde ich das nicht tun, wäre hier alles voller Loot. Das ist nur eher hier zum Looten. Oh. Ach stimmt, jetzt habe ich ja Schloss knacken. Hey, so kannst du jetzt lesen, was? Was habe ich da jetzt gekriegt? Mal wieder hoch. Oh, was haben wir hier? Hier hoch. Die Treppen hier gehen bis ganz nach oben zum zweiten Deck. Folge dem Gang, um zur Kapitänskajüte zu gelangen. Okay. Lumsi, vielen Dank für den Host. Und Hallöchen. Na, wie geht's dir? Okay, folge dem Gang. Welchen Gang? Also. Schauen erst mal da rein. Ich gehe zu einer besseren Stelle. Mache aber mal hier so. Oh, Lasettel. Lagerschränke.
Wenn Danny jetzt noch eine Tür an diesen Käfigrand schweißt, können wir hier unsere Vorräte lagern. Wer was Nützliches findet, tut es bitte in den Tresor nebenan. Okay, nebenan. Nimmer. Los, knacken und by the way, Prost. Nein, Kamira, du siehst keinen. Oh, hier sieht ja doch ein. Jetzt nicht mehr. Ich wechsle die Stellung. Warum wechselst du denn immer die Stellung? Du ein Stellungsproblem oder was? Logbuch des Kapitäns. Hier spricht der Captain vom Kackdampfer. Really? Der Kampf ging nur wenige Minuten und die Nagetiere sind vertrieben. Ein paar wurden richtig zertrampelt. Mit Stolz kann ich nun verkünden, dass dieses Schiff Highwayman-Territorium ist. Schluss mit der Wegelagerei, Schluss mit den Herumgestreune. Das hier gehört uns und das wird auch so bleiben. Wir werden die Gegend befestigen, Brücken bauen und Seilrutschen runter zur Küste. Und zu guter Letzt, Verstärker, Boxenanlage und DJ-Pult im Fahrstuhlschacht. Jetzt geht die Party richtig ab. So. Wenn ich mal hier da runter, dann will ich aber gar nicht. Der Fuck ist der? Ich kann hier nicht bleiben. Rücke vor. Warum nicht, Kamina? Hui! Noch ein Zettel. Schöner Wohn. Endlich ist die gesamte Ausrüstung aufgeladen. Zwischendurch dachte ich echt, wir würden einfach für immer umherziehen. Aber dieses Schiff, Mann, wir haben ein tolles neues Zuhause gefunden. Kann es gar nicht abwarten, das schön einzurichten. Die Fiesen sind jetzt blau. Dann nimm ihn Alkohol weg. Ne, das war nur so ein Sack. Hier haben wir wohl nichts mehr. Da kommt schon wieder einer. Warum läuft da schon wieder einer rüber? Oh, hier haben wir noch was. Ich muss woanders hin. In your face. Nix Zettel? Kein Zettel. Immer wieder auf Tauschstation. So. Oh. Gibt's da nichts neu? Ah, La Ramp. Baby Kelly. Na, was gab's Leckeres zum Frühstück? Ich wechsle die Stellung. Warum, Carmina, wechselst du ständig der Stellung? So viele Stellungswechsel gibt's im Kane-Schmuddelfilm. Hier was zum Lesen. Probefahrt. Dieser ganze Kram vom Militär ist die reinste Goldgrube, wenn es darum geht, unsere Wagen zu pimpen. Sams Rundenzeiten werden immer besser und besser. Ich will ja nicht den Tag vor dem Mittagessen loben, aber ich glaube, beim nächsten Derby in Hope County stecken wir die gesamte Konkurrenz locker in die Tasche. Mickey und Lou's Kinnladen werden bis auf den Boden fallen.
Wenn man es richtig macht, dann schon. Ah, ich sehe schon, Scorpio weiß Bescheid. Scorpio da volle Sperrte drin ist, eh? So, muss ich mal hier, gibet. Ah. Er ist da unten. Was ist da hinten? Hier ist nur La Ramp und sonst nichts. Na gut, das ist jetzt nicht sonderlich viel. Na, aber hallo. Ja, hier. Und Sabi, Hallöchen, auch danke für deinen Host. Der ist schon mal tot. Und wer ist da noch? Alter, bin ich da verschrocken. Was tut das da so? Muss es so irgendwo regulär runtergehen? Ah, oh, was haben wir denn hier noch? Ah, ich glaube. War ziemlich knapp. Ey, wir waren 100. Gehst du da mal weg? Danke. Wir waren 150% Sneaky, ey. Wir schauen jetzt mal, ob sich hier noch einer versteckt irgendwo. So, hier haben wir noch Zedele. Weg vom Sicherungskasten. Wisst ihr was, ich hasse wie die Pest. Ihr Idioten denkt, ihr wärt total die Genies. Aber überlasst mir das mal mit der Elektrik. Ich warne euch. Wenn ihr hier mit dem Ding rumfummelt, macht das Puff. Und dann ist zappenduster, keine Musik und keine Partys mehr. Heilige Mutter, ich höre mich an wie ein Vater. Mark. Vote FC5, manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Mach dir am besten schon mal einen Plan, wie du abhauen willst. Nö, 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 nö. Darum bin ich ja noch am gucken. Plan machen wir dann, bevor wir das Ding nehmen. Hab mir nur noch so ein Egg McMuffin-Ding gemacht. Ah, okay. Dann bist du gleich, Kelly. So, sollten wir vielleicht mal nachladen, dann kriegen wir hier auch Munition. Schauen wir mal noch hier hoch. Dann dürften wir so allmählich durch sein, ne? Ganz blöd, by the way, Firefly bin ich auch nicht. Es ist meistens so, wenn das hier so super easy ist, reinzukommen, dann ist meistens raus das größere Problem. Ich habe die dumpfe Vermutung, wir müssen da wieder hoch, ne? Weil das funktioniert, hier ins Wasser springen, darüber schwimmen und tschüss. Wie will sie? So, was haben wir hier noch? Oh, nicht viel. By the way, wie komme ich eigentlich da? Ah, ja. Oh, hier ist wohl Muckemachmaschine. Wir nehmen mal das da.
Und dann würde ich sagen, müssen wir das nehmen, halt, da können wir nur looten. Oh. Ich weiß, was ich vergessen habe. Handy lautlos. So. Würde ich sagen, nehmen wir mal das Teil, flitzen darüber, da raus. Genau, da raus, springen ins Wasser und schwimmen rüber. Nachdem ich den höchst super genialen Einfallsplan hatte, wird der garantiert funktionieren. Nicht. Aber let's try. Hey, gut gemacht, du hast es. Zeit hier abzuhauen, hä? Geh zum Strand im Südosten. Das sieht nach einem guten Landeplatz für mich aus. Ja. Eine scheiß Idee. Südosten, da drüben. Irgendein Wichser hat uns Ausrüstung geklaut. Hinterher! Oh, let's flitz! Du hast das Paket, aber jetzt musst du abhauen. Die Highwaymen werden dir alles entgegenwerfen, was sie haben, um dich zu stoppen. Wie kommt man auch auf die scheiß Idee, den Treffpunkt woanders zu machen? Hallo, nimm das Ding da mal! Da bist du ja. Das war ein Riesenfehler, du stinkende Hackfresse. Sie wollten es nicht alle! Aufgepasst, voll voraus! Alter! Oh, kannst du mal ein bisschen schneller drehen hier? Hier wird gar niemand wiederbelebt. Mach dich weg da. Auf den Hubschrauber, das ist der einzige Ausweg für die Ratte. Hallo, Kopf raus. Wow, wer war das? Hallo? Au! Da! Holt das Paket zurück und lass die Sau im Dreck verrecken! Alter, wo bist denn du? Achtung, ich komme jetzt! Nur hier aber! Schleunigst du hier verschwinden! Immer nur hier aber mal! Ohlalalalalala! Hallo? Rein da, rein da, rein da. Tschüss, tschüss, tschüss. Hoch, hoch, hoch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Du hast das Paket und die Einwohner haben nichts mehr. Ich würde dich küssen, aber ich muss fliegen, weißt du? Ja, besser ist das. Ich hol das später nach. Pass auf. Okay, wir müssen ganz schnell flitzen gehen. Hat geklappt, Scorpi. Naja, ich sag's mal so. Was haben wir hier? Gelungene Expedition. Ich habe mir auch einen gemacht, aber manchmal sind mehrere Fluchtpläne auch nicht verkehrt. Hab mich echt gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass das geklappt hat. Aber war nur Rang 1, richtig, Firefly. Und braucht der jetzt so lange zum Laden? Prost! Da sind wir wieder! Leute hier sind Kämpfer. Danke.
Give me, give me, give me, give me. Okay, dann muss ich mal gleich schauen, was wir da brauchen. Nein, das schauen wir vorher. 700 Ethanol. Okay. Dann müssen wir entweder... Karina, hör mal. Bevor wir wieder irgendwo jemanden retten müssen, wollte ich dir noch etwas sagen. Ich bin stolz auf dich. Ich hab's mal rüber nach Orca, ein bisschen Mucke hören. Alles klar, Scorpi, bis später. Sag Orca einen Gruß. Hab gehört, mit Joseph Seed lief alles gut. Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Und Firefly ist straight vom Schiff gesprungen und an den Strand geschwommen. Hat geklappt, aber schön ist eine andere Sache. Jo. Das ist natürlich, da brauchen wir sehr viel Ethanol. So, ich wollte mich bauen. Ein Revolver. Na, da brauchen wir auch schon das Zeug. Da. Recurve-Bogen. Der wäre halt auch geil. Okay, den können wir aber so bauen. Ingewehr, Scharfschützengewehr leise. 11 brauchen wir da sogar nur. Stelle mal her. So, der hier. Dass du keine Kugeln verschießt, heißt schließlich nicht, dass du kein schnittiges Design verdient hast. Ich stehe auf Bogen, wir nehmen Bogen. Packen wir mal da ein. Den können wir uns ja wiederholen. So, und dann brauchen wir... Oh, jetzt haben wir da zu wenig. Das finde ich jetzt aber ungeil. Faustwaffe. Da fehlen uns 4 Stück. Das ist ja mal doof. Munition haben wir wohl. Ich will besser mein Lebensende keinen Bunker mehr von innen sehen. Ach, hier geht das nicht. Okay, was haben wir jetzt mal questmäßig? Jetzt wissen wir schon mal, was Expeditionen sind. So, hier sollen wir die Farm infiltrieren. AMS McCubray, Schwierigkeit 2. Muss ich das jetzt immer und immer und immer wieder machen, oder was? Gibt es da keine unterschiedlichen? So, alle fotografierten Orte. Wow, Audiophil habe ich ja gleich noch weniger. Außenposten haben wir alle. Schatzsuchen haben wir keine mehr. Wir haben keine Schatzsuchen mehr. Ah, hier haben wir doch noch eine. Hier oben haben wir auch noch eine. Quatsch mal mit dem Romeo, dann sollte er nach und nach dir weitere geben. Hoffe Spoiler dadurch. Was?
Und hier haben wir auch noch. Ne, jetzt haben wir schon klar, dass er mit dem... Ist er mit dem anderen genauso? Wenn der jetzt hier... Wo ist denn der eine Typ? Hier ist sie. Weiß gar nicht, war der hier überhaupt? Vicky Pina wurde wiedergeboren. Und ja, ja, ist schon gut. Hier dieser eine da, in den Dingern sind die auch immer, in den Außenposten. Da ist immer dieser eine Typ, der dann so die Dinge, der dann auch sagt, da und da ist ein Außenposten. Da und da ist der, da und da ist jener. Ich glaube, der war hier auch, ich finde ihn gerade nicht. Oh, was machen die denn hier? Die lesen hier einfach. Ist ja schnicke.